Ein neues Interview, meine Lieben, zum Thema Germany's Next Topmodel 2024. Ich glaube, ich habe selten schon vorab so viele Nachrichten bekommen, generell im Laufe der Staffel, ob denn ein Interview mit Aydin geplant ist. Und natürlich hatte ich es immer geplant, aber natürlich erst zu seinem Rauswurf, wenn es denn zum Rauswurf gekommen wäre. Und es ist jetzt leider soweit. Deswegen sprechen wir heute über die ganze Zeit. Ich glaube, es gibt sehr viel zu besprechen und ich bin sehr gespannt, was er alles erzählen wird. Na du? Hi. Alles gut? Ja, es war alles bestens bei dir. Ja, auch. Du siehst auf jeden Fall, wie soll ich sagen, glücklich aus. Das beruhigt mich. Ja. Alles gut verkraftet. Ja, tatsächlich alles sehr, sehr gut verkraftet. Ich meine, das ist jetzt auch ein bisschen her. Ja. Die Wochen danach war ein bisschen hart, aber ich meine, Ausstrahlung lief bis jetzt sehr, sehr gut. Also ich bin mega happy, auch alles, was sich danach bis jetzt ergeben hat. Aber nee, ich kann mich gerade echt nicht beklagen. Wenn ihr all den folgen wollt, dann macht das gerne bei Instagram. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Und was mich mal bei dir interessieren würde, Aydin, du hast ja schon so ein bisschen Model-Erfahrung gehabt und du hast ja auch schon relativ früh damit angefangen. Du bist ja noch sehr jung. Wie bist denn du zum Thema Modeln gekommen? Hast du dich selber in einer Agentur beworben? Wurdest du angesprochen oder wie lief das bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte, was das Modeln angeht. Ich habe angefangen mit 16, also ich bin jetzt 23 geworden vor kurzem, bin da aber tatsächlich irgendwie reingerutscht. Also bei mir ist es auch tatsächlich etwas, was ich in der Interviewsituation alles erklärt habe. Mhm. Du hast jetzt leider nicht gezeigt. Ja, aber du kannst jetzt hier gerne nachholen. Okay, genau. Nee, deshalb freue ich mich, dass ich das jetzt viel führen kann, weil ich meine, dadurch habe ich die Möglichkeit, nochmal zu erzählen, was ich dort erzählt habe. Also es war so, ich war immer eine nette Person, also ich war immer so der kleine Junge, so der Typ, der nicht wirklich auffällig war, der nie irgendwie für Probleme gesorgt hat, der immer nett zu allen war, immer geschaut hat, dass es allen Leuten gut geht und von jetzt auf gleich wurde man irgendwie von seinen Kindergartenfreunden, die man mit in Grundschule war, dann aufs Gymnasium wurde ich dann gemobbt und es war so grob in der 8., 9. Klasse. Kinderpubertät halt eben, aber ich wollte jetzt auch nicht in der Sendung dann so dieses Mobbing-Thema großartig aufdrehen, weil letztendlich ist es ein Thema, wodurch wir alle irgendwie durchgehen, vor allem jetzt in Social Media ist es halt nochmal leichter gemobbt zu werden, sag ich mal. Mhm. Aber um jetzt auf Modeln zurückzukommen, das war dann die Phase, wo ich auch teilweise nicht zur Schule gegangen bin, für ein paar Wochen, weil ich bedroht wurde und habe mich dann in die ganze Social Media Welt irgendwie so zurückgezogen und hab da dann angefangen, TikTok-Videos zu drehen, damals noch Musical.ly, hab dann Instagram-Bilder hochgeladen, weil ich einfach Spaß dabei hatte. Ich konnte Aydin sein, ich konnte so sein, wie ich bin. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich verstellen, um jemandem zu gefallen. Und hab dann auch das erste Mal in meinem Leben so gescheit direktes positives Feedback bekommen. Was auf Dauer sehr, sehr toxisch sein kann, weil man will es natürlich dann immer mehr. Man denkt sich, okay, warum kommen jetzt nicht so viele Kommentare? Aber dadurch sind dann auch Agenturen und Fotografen auf mich aufmerksam geworden und habe dadurch dann irgendwie auch damit dann angefangen, dass ich mich ausprobiert habe. Ich habe mich dann mit ein paar Fotografen getroffen. Meine Eltern meinten immer so, ey, mach erstmal dein Abi fertig, danach kannst du machen, was du willst. Und das habe ich dann auch gemacht, also mit 18. Ich habe in der Eisdiele noch gearbeitet, während ich mein Abi gemacht habe, habe dann meine Sparte zusammengekratzt. Bin nach der Abi-Verleihung direkt in den Flixbus rein, in so einen Bus eingestiegen, mitten in der Nacht nach Berlin gefahren. Weil ich mir kein Hotel leisten konnte, bin zu einem Casting und abends wieder zurück nach München. Wow. Ist keine kurze Strecke, aber ich habe einen Job bekommen und so habe ich halt angefangen und dann Step by Step mir alles von null aufgebaut, ohne Kontakte, ohne Hilfe. Eher mit Gegenwind, sage ich mal. Also meine Eltern, also ich erzähle jetzt einfach mal. Ja, mach, ich höre dir gerne zu. Ich frage schon, wenn ich noch Fragen habe. Okay, also zu meinen Wurzeln, meine Eltern kommen halt aus Bosnien und sind wegen dem Krieg nach Deutschland geflohen. Und ich meine, wer Eltern aus dem Balkan hat oder wer auch ein Flüchtlingskind ist oder aus so einer Familie kommt, weiß, wie es ist. Wenn du jetzt mal keinen 0815-Bürojob hast oder jetzt kein Arzt oder Anwalt oder Sonstiges werden willst, sondern ich sag mal, etwas Kreativeres oder deine Träume verwirklichen, da bist du eher am Anecken und ja, das war halt immer so ein großes Problem bei mir in der Familie. Ist es heutzutage leider immer noch. Ist es tatsächlich immer noch. Mhm. Aber da habe ich jetzt mittlerweile eine gute Balance gefunden, würde ich sagen. Aber nee, früher war es eher wie so ein Tauziehen. Das war wirklich wie so ein Tauziehen. So, okay, ich will mein Ding durchziehen, die wollen ihr Ding durchziehen. Aber es ist irgendwie mein Leben. Aber
ich bin deren Kind und es war wirklich ein Hin und Her und ich hätte mir da manchmal schon so eine Rückenstütze gewünscht. So klar, meine Eltern haben nicht viel Geld, die hatten dann damals nicht viel Geld, die haben es, also ich habe nie, also wir sind nicht arm, wir sind auch nicht reich. Ich würde sagen, es reicht ganz gut, um zu leben. Aber es ist jetzt nie, dass man sagt, okay, hier hast du mal 1.000 Euro, gönn dir mal so, geh jetzt mal nach Mailand für eine Woche, chill da, schau, was wird, sondern es war wirklich so, ich musste immer arbeiten. Ich habe in der Eisdiele gearbeitet, ich habe Zeitung ausgetragen, ich habe im Einzelhandel gearbeitet, seitdem ich arbeiten darf. Ich finde es aber gut, was du erzählst, weil erstens finde ich zwei wichtige Punkte. Also der erste Punkt ist, dass du auch schon gesagt hast, so, ey, ich möchte mein Leben leben. Ich möchte nicht das Leben leben, was meine Eltern leben. Also nicht, um das jetzt abzuwerten, sondern du musst deine Entscheidungen für dich treffen und nicht im Interesse deiner Eltern. So. Und das mit diesem kreativen Beruf kann ich absolut nachvollziehen. Selbst bei mir, was schon ewig her ist, als ich dann irgendwann mal so gesagt habe, auch so, ich möchte in diese Medienbranche und so, das war für meine Familie nicht greifbar. Die haben irgendwie gesagt, so, hä, mach mal was Anständiges, das ist doch irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie gesagt haben, dass es ein Hirngespinst ist, so nicht, aber es wurde nicht als Beruf anerkannt. Und insofern fühle ich das, was du sagst. Und ich habe dann einfach so gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal, lass mich mal machen, weil ich mache sowieso, was ich will. Ja? Von daher kann ich das total fühlen. Dann bist du ja wahrscheinlich irgendwann auch an eine Agentur geraten. Also geraten klingt jetzt so negativ, du hast eine Agentur gesucht. Genau, ich habe mir tatsächlich eine Agentur gesucht. Da war ich frischer 18. Also mit 18 habe ich mein Abi gemacht und dann war ich auch so, okay, komm, du bist jetzt fertig mit der Schule, du hast das Abi hinter dir, das ist, was deine Eltern wollten. Und da habe ich mir eine Agentur gesucht. Da war ich dann noch in der Agentur hier in München bei Lyser Models. Dann kam aber Corona. Aber während ich bei der Agentur war, wollten trotzdem meine Eltern, dass ich etwas Sicheres mache. Und ich wollte jetzt nicht direkt nach dem ganzen Abi-Stress noch weiter lernen, sondern ich habe dann erstmal ein soziales Jahr im Kindergarten angefangen und es versucht irgendwie nebenbei zu managen. Also das Modeln habe ich bis jetzt immer irgendwie an zweiter Stelle gestellt. Ich habe immer noch geschaut, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich mir irgendwie nebenbei noch Geld verdienen kann. Weil es gibt sehr viele trockene Monate oder du wartest auch sehr, sehr lange auf dein Geld, was du vor ein paar Monaten gemacht hast. Und da, ich kann meine Eltern voll und ganz verstehen, wenn sie sagen, ey, der Job ist nicht sicher. Weil je länger du drin bist, desto mehr weißt du es halt auch. Aber je mehr Jobs du halt hast, desto weniger fällt dir diesen trockenen Monate auf, weil du hast die dann halt Ja, natürlich ist nicht ab. total, ja, deine Strategie halte ich für sehr klug. Also ich meine, wie viele Models gibt es, die, weißt du, die eine Agentur bekommen und dann vielleicht auch erstmal eine Karteileiche bleiben? So ist jetzt bei dir nicht so gewesen, weil mir werden heute noch irgendwelche Werbekampagnen angezeigt, wenn ich bei Instagram oder Facebook bin, immer sehe ich dich. Also ist Das wahrscheinlich ist auch jetzt aber kein. nicht meine neue Agentur. Das ist meine Okay, neue Agentur. Modelwerk. Bei der ersten war ich tatsächlich 2 Jahre. Ich habe da keinen einzigen Job verdient, aber es lag auch an Corona. War das dann auch der Grund, warum du zum Beispiel zu Switzerland's Next Topmodel gegangen bist? Weil das wurde ja noch so ein bisschen in dieser Zeit gedreht, wo, sage ich mal, viel. Ja, du hast ja auch bei Germany's Next Topmodel erzählt, dass es eigentlich immer dein Traum war, zu Germany's Next Topmodel zu gehen. Das ging ja nicht und wahrscheinlich war deswegen Switzerland's Next Topmodel quasi die Alternative, um einfach das mal leben zu können, oder? Genau, also Switzerland's Next Topmodel habe ich tatsächlich für die zweite Staffel schon beworben gehabt, da war ich aber zu spät dran, weil Okay. aus Deutschland war es ein bisschen komplizierter, sich da zu bewerben mit VPN und Ah, keine Ahnung was. Ich konnte auf die ja. Webseite nicht zugreifen von der Schweiz und das ganze Prozedere war da ein bisschen komplizierter und die meinten dann, ey, bewirb dich dann fürs nächste Jahr, ein bisschen cooler Typ. Und das habe ich auch gemacht und ja, dann bin ich bei Switzerland's Next Topmodel gelandet. Wie war Und das? wie bitte? Wie war das? Es war eine geile Zeit. Also es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich sage immer, die Topmodel-Zeit war die schönste Zeit meines Lebens, weil ich da wirklich meinen Traum gelebt habe, ohne über andere Sachen nachzudenken. Ich war halt 100% 24/7 bei der Sache. Ich hatte kein Handy, keinen irgendwie Einfluss von außen, der gesagt hat, ey, nee, mach das jetzt nicht so, du suchst jetzt einen Job oder machst jetzt das, 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 sondern du bist gerade wirklich da, um das zu machen, worauf du Bock hast und wofür du auch da bist. So, es macht mir Spaß, es macht mir Spaß, vor der Kamera zu stehen, es macht mir Spaß, Interviews zu führen, zu laufen, irgendwelche Challenges zu machen und da dann halt irgendwie dabei zu sein, war halt schon geil. Also ich meine, Larissa Marold also ich war im Team von Larissa Marold. Stimmt. Ja, voll, stimmt. Das habe ich total vergessen. Genau. Und der Und andere war Papis ja, da Love haben wir Day, einige ne? Verbindungen. Der andere Also mit war. Larissa Ja. einige Verbindungen habe ich mit Larissa jetzt. Ah, okay. Ja, okay. Und ich glaube, Papis Love Day war der von dem anderen Team, kann das sein? Genau, also Manuela Tatjana Frey war sozusagen die Schweizer Heidi Klum Ja, und es gab 2 Teams, einmal Papis Love genau. Day und Larissa Marold. Genau, ich war im Team von Larissa, also beide haben sich um mich gestritten. Ja, Und und da als bin ich dann noch dritter Dritter, ne? Platz.
Ja. Genau, Dritter bin ich da geworden. Wir haben hier immer so ein bisschen Zeit-Delay, also gar nicht schlimm, aber ich merke, deswegen quatschen wir uns manchmal so ein bisschen rein. Sorry, also ich will dich nicht unterbrechen, aber immer wenn ich was sage, kommt das erst bei dir an, dann bist du schon beim nächsten Satz. Als dann bekannt gegeben wurde, dass Germany's Next Topmodel auch mit Männern jetzt eine Show macht, war dann für dich sofort klar, ey, ich war jetzt zwar schon in der Schweiz, aber jetzt habe ich die Chance, das ja eigentlich zu machen, was ich immer machen wollte. War dann für dich sofort klar, ich bewerbe mich? Ja. Definitiv. Also ich habe das Video gesehen, wo Niklas da angesprochen wurde im Flugzeug und ich war so geil, richtig geil. Wirklich an dem Morgen, mein Handy war am Eskalieren. Ich habe tausendmal dieses Reel zugeschickt bekommen. Alle waren so, du musst es machen, du musst es jetzt, du wolltest es unbedingt damals so und jetzt hast du die Möglichkeit. Und ja, ich habe mich dann beworben. Ich war dann im Urlaub auf Mykonos und habe dann noch ein Video gedreht auf die Schnelle. Was heißt auf die Schnelle? Mein Video ging 15 Minuten lang. Oh, Und normalerweise wow. sollte es so eineinhalb bis eine Minute lang gehen und meins Ja. ging 15 Minuten. Ich dachte mir so, go for it, sowas kann schon Schlimmeres sein, aber ich wollte unbedingt, dass die Person, die mein Video sieht, mich richtig kennenlernt. Und ja, ich habe es auf jeden Fall in die Sendung geschafft. Würdest du sagen, dass die Erfahrung, und ich rede jetzt nicht die Model-Erfahrung, so, weil da gab es auch andere, die das hatten. Das wurde jetzt vielleicht nicht so groß thematisiert wie bei dir, aber wir wissen, dass ein Linus Erfahrung hat, dass ein Dominik auch Erfahrung hatte. Würdest du aber sagen, dass diese TV-Erfahrung dir quasi den Einstieg so ein bisschen erleichtert hat, weil du ja im Prinzip, klar, Germany's Next Topmodel ist viel größer und geht viel länger und so, ne? Aber es sind ja ähnliche Abläufe. Würdest du sagen, dass es dadurch für dich leichter war, einzusteigen? Das auf jeden Fall. Also ich meine, ich kannte ja das ganze Prozedere von du führst Interviews, du hast eine Challenge, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du hast eine Entscheidung, du wirst richtig von A bis Z begutachtet und alles Mögliche. Das fiel mir anfangs dann schon leichter als den anderen. Also klar, ich meine, es waren ja auch noch eine Zeitspanne von 2,5 Jahren ungefähr von Switzerland's Next Topmodel zu Germany's Next Topmodel. Also ich war da 20 bei Switzerland und jetzt mit 22 war ich ja dann bei Germany's Next Topmodel. Es fiel mir schon leichter anfangs. Also klar, es hat ein bisschen gedauert, um da wieder reinzukommen, weil ich habe zwischenzeitlich ja nichts mit Fernsehen am Hut gehabt. Aber grundsätzlich ja, aber ich habe gesagt, okay, diesen Punkt, also ich habe gesagt, so, bis sich alle warm laufen, sind ja eigentlich mehr oder weniger, was das Fernsehen angeht, auf demselben Level. Was Ja. hattest denn du, hattest du manchmal das Gefühl, dass die anderen vielleicht irgendwie auch kritischer mit dir sind oder dich vielleicht als größere Konkurrenz einsehen, eben weil du Model-Erfahrung hast und auch schon Wettbewerbserfahrung? Und ich meine, du hast einen dritten Platz gemacht. Wenn man das hört, weiß man natürlich so, also ich meine, dritter Platz ist Finale, ist fast Platz 1, also der muss gut sein, sonst wäre er da nicht so weit gekommen. Was hast du da so gefühlt? Boah, anfangs tatsächlich ja, also man merkt halt die Blicke und so weiter. Und man hört schon so, oh, der ist stark, der könnte sehr, sehr stark sein. Und in Berlin beim Casting habe ich ja dann schon, da kam auch der Niklas ja auf mich zu, mein Praktikant, und hat da dann um Tipps gebeten, weil er es halt gehört hat, dass ich da recht viel Erfahrung halt habe. Und da bin ich die letzte Person, die halt Nein sagt. Und fand ich auch mega cute, dass er auf mich zugekommen ist und hat mich auch mega gefreut und geehrt auch. Aber ich dachte mir so, ich bin so, wie ich bin. Ich bin jetzt keine Person, die das groß raushängen lässt, auch wenn es leider so rüberkam. Es tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass ich zehnmal gefragt wurde, ob ich Erfahrung habe. Das ist eine Sache, Ja, die viele, aber vergessen halt viele leider. Ich ja. werde von verschiedenen Redakteuren das Gleiche gefragt und es wird dann halt so oft reingeschnitten, wie die es halt wollen. Das liegt halt nicht in meiner Hand und wenn ich die Frage gestellt bekomme, dann beantworte ich sie eben. Ja, danke, dass du das Aber nochmal erklärst. Ich habe diese Diskussion auch ganz oft, das hatte ich auch letztens bei Stella, wo ich auch mal erkläre, Leute, die Menschen da in diesen Sendungen denen werden Fragen gestellt und man antwortet, man hat doch keinen Einfluss darauf, wie oft das reingeschnitten wird. So, aber schön, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, liebe Leute. Na, jetzt vielleicht merkt ihr das beim nächsten Mal in irgendeiner anderen Situation. Ja, erzähl gern weiter. Aber genau, aber grundsätzlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie von denen böse angeschaut wurde oder dass die mich jetzt da mehr unter Auge gehabt haben als die anderen Kandidatinnen, sondern eher schon auch um Hilfe gebeten haben und auch gesagt haben, ey, Aldin, kannst du mal ein bisschen rüberschauen, so wäre voll cool, wenn du es machen könntest. Also die haben da schon aktiv auch nach Hilfe gesucht und ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Also vieles wurde auch nicht gezeigt, aber ich habe es auch gern, also wäre es auch gar nicht gezeigt. In der Schweiz war ich zum Beispiel genauso, da wurde es gar nicht gezeigt, aber selbst da hab ich geholfen und Ja. ja. Möchtest du an die Klingel gehen oder ist okay, wenn ich weitere Fragen stelle? Ich gehe mal kurz an die, wobei nein, egal. Okay, gut, dann nicht. Es kann eigentlich gar keiner kommen, wie du sagst. Lieferando oder irgendwas, was du bestellt hast? Nee. Nee.
Wie ist denn, ich erlebe dich jetzt als sehr locker, als witzig und du wirkst auf mich total entspannt. Ich hatte manchmal in der Sendung das Gefühl, so, dass ich sagte, boah, der Aldin, der nimmt das sehr ernst, was ja irgendwie auch gut ist, aber ich hatte manchmal den Eindruck, dass du zu verkrampft warst. Hast du das selber auch so wahrgenommen oder täuscht das, was ich gerade sage? Ja, also ich habe schon, ich weiß ja, wie ich bin. Also ich bin Stier vom Sternzeichen und da Same, bin ich ja. schon sehr, sehr ehrgeizig, wenn ich etwas will. Und ich reiße mir halt den Arsch halt auf für Sachen, die ich gerne habe. Und habe da dann halt von Anfang an wirklich meine 1000% gegeben und gezeigt, ey, das ist Aldin. Ich meine, ich hätte anfangs auch ein bisschen tiefer pokern können, aber da hatte ich dann irgendwie Schiss, dass sie sagt, okay, hast Erfahrung, warst schon mal im Fernsehformat, aber läufst so. Da war ich dann so, okay, nee, du bist so, wie du bist, du verstellst dich nicht, du zeigst keine andere Seite von dir. Und ich habe gesagt, solange ich wirklich im Fernsehen so gezeigt werde, wie ich bin, bin ich happy damit. Und eine ehrgeizige Seite gehört halt bei all dem dazu. Und da bin ich manchmal auch zu ehrgeizig, gebe ich auch zu. Aber ist jetzt keine schlechte Eigenschaft. Also ich muss da manchmal lernen, ein bisschen zu chillen. Aber wer weiß, wie weit es mich gebracht hätte, hätte ich halt gechillt, sage ich mal. Also, Ja, oder? ne, ist okay. Du bist ja so durchmarschiert und irgendwann, keine Ahnung, nagel mich jetzt nicht auf eine Folgenanzahl fest, hatte man so ein bisschen das Gefühl, also jedenfalls was das Feedback betrifft, dass das plötzlich so ein bisschen wackelte. Und wir haben ja vorhin über das Thema Kritik gesprochen, über das Thema auch Be bewerten. Wie hatten sich das von dir angefühlt, weil wenn du jemand bist, der, sage ich mal, immer 100% gibt und man aber irgendwie dann immer so merkt, so irgendwie bringt's nicht so viel, das macht ja was mit einem. Tatsächlich ja sehr. Also angefangen hat die Kritik bei mir, seitdem wir in LA waren. Da hat sie angefangen mit diesem 1 gegen 1 Duell mit Jermaine. Da war Jermaine dann besser als ich, wodurch ich wackeln musste. Aber ich muss sagen, ich war an dem, also kurz zu dem Tag, ich war mega happy, dass ich überhaupt durchgezogen habe, weil ich habe Migräne und ich hatte an dem Tag auch Migräne. Und ich habe es durchgezogen, weil ich da erstens Jermaine nicht im Stich lassen wollte und zweitens war ich so, okay, erste Challenge, so mit U-Side-Shooting auch noch. Ich wollte durchziehen, ich wollte Spaß haben. Ich wusste, okay, es wird irgendwas mit Kilian. Safe kommt ein Job mit Kilian. Und da war ich so, okay, es wäre schon cool da irgendwie, dass er dann auch sieht und dass Heidi auch sieht, okay, er zieht halt durch. Aber da kam man halt wirklich so 2, 3 Wochen am Schlag hintereinander wirklich so, okay, wieder am Wackeln und schlechtester Walk des Tages und keine Ahnung was. Ich meine, in der Situation siehst du nicht, wie du warst, sondern erst jetzt nach meinem Fernsehen. Und in der Situation macht es schon sehr viel mit einem. Also da bist du sehr viel am Hinterfragen und bist so, okay, bin ich wirklich so schlecht gewesen? Vor allem bekommst du ja von anderen Leuten auch mit, so, ja, okay, ich bin fast runtergefallen vom Catwalk, so, wir haben gar kein Bild irgendwie hinbekommen. Und denkst du so, okay, wie kann es sein, dass du jetzt das Schlechteste bist und wieder einer der letzten beiden, die noch dastehen und du gerade mal gerade so wieder davon gekommen bist? Aber die anderen sind so easy going, so, okay, ich war zwar ein bisschen schlecht, aber geht halt. Also da denkt man schon sehr viel darüber nach und man lernt sehr viel zu reflektieren und will dich dann noch mal mehr bemühen und dann halt auch, wenn du noch mehr reinsteckst und es sich wieder nur für ein Wackeln reicht, ist halt ein komisches Gefühl. Ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Also schwierig auch zu beschreiben, was für ein Gefühl das eigentlich ist. Es ist schon eine Enttäuschung. Ja, ich frage auch deswegen, weil ich meine, die Erfolgswelle war bei dir nun wirklich auch groß. Ich meine, du hast ja auch Jobs gleich am Anfang bekommen. Du warst doch auch der erste Mann im Topmodel-Universum Deutschland, der auch den ersten Job bekommen hat. So, also das ist ja, du hast auf der einen Seite diese krasse Bestätigung und dann merkst du plötzlich so, oh, okay, irgendwie ist jetzt der Wurm drin. Wie war denn dein Gefühl an diesem Rauswurftag? Also ich meine, tanzen würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, ist eine Sache, pf, entweder das liegt einem oder es liegt einem nicht so. Bei mir würde ich jetzt sagen, ich würde diese Challenge nicht so gut machen. Aber das ist ja dann auch immer eine Geschmackssache, je nachdem, wie natürlich die Jury das findet. Aber wie war denn dein Gefühl an diesem Tag? Boah, also an sich, also beim Teaching war ich halt mega gut. Also ich hab aktiv zugehört, ich habe aktiv aufgepasst, ich habe versucht, auch die schwierigen Teile von der Choreografie zu tanzen. Ich habe halt 7 Jahre lang bosnischen Volkstanz getanzt, also Folklore, dadurch hatte ich halt schon so ein bisschen dieses Rhythmusgefühl, aber dennoch nicht auf die Art und Weise, wie wir dort getanzt haben. Also ich habe nie in meinem Leben irgendwie Hip-Hop getanzt oder sonstiges und
Ich habe mich grundsätzlich schon sehr wohl gefühlt an dem Tag. Ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Ich meine, ich war ja auch nicht eingeladen beim Casting von Calzedonia. Dadurch konnte ich nochmal mehr also im Penthouse da üben. Und ich bin gut vorbereitet reingegangen. Ich bin noch mit einem guten Gefühl auf die Tanzfläche gegangen, bin noch mit einem guten Gefühl runtergekommen. Und ja, ich meinte auch, ey, sollte ich heute rausfliegen, wäre ich wirklich sehr überrascht. Ich wäre wirklich sehr überrascht, weil ich hatte vor Ort eigentlich kein schlechtes Feedback bekommen. Im Gegenteil, Okay. ich wurde gelobt. Und das ist das, was ich sehr, sehr schade finde. Also, ich meine, wir mussten Lip-Syncen, wir mussten mit die Choreografie können, mit der Kamera spielen und dann noch einen Catwalk hinlegen. Und das, was mir Nikita Thompson gesagt hat, war zu allem war 1A gemacht. Und ich habe zwar weicher getanzt als Luca, aber sie meinte in Kombination mit meinem Walk, den sie noch nicht kannte, meinte, sie hat das Ganze Sinn ergeben, wie ich auch getanzt habe. Und ja, Heidis Kommentar darauf war halt, dass mein Walk unschlagbar ist und ja, aber anscheinend doch so schlagbar, dass ich rausfliege. War das auch, du hast es vorhin schon angedeutet und man hat es ja auch in der Folge gesehen, du hast in diesen Einzelinterviews auch nochmal sehr krass geweint. Das war wahrscheinlich dann wie ein harter Schlag, oder? Das war schon ein ordentlicher Schlag ins Gesicht. Also das war wirklich, ach. Ich habe vor Ort gesagt, es war wirklich wie so ein, als hätte mir Heidi Klum mit ihrem High Heel so einen High Kick gegeben. Oh Ja. nein. Wie lange Ich hat es habe vor gedauert, bis du wieder so dich fangen konntest? Also was ganz schön war, ich kann es ja mit dem, ich wusste ja, wie es ist, rauszufliegen, Okay, beziehungsweise zurück ja. zu sein von so einem Drehformat. Ja. Und auch wo du kein, wo wir hatten ja kein Handy, wir hatten keinen Kontakt zur Außenwelt. Und in der Schweiz damals bin ich damals sehr tief in so ein Loch gefallen. Und ich war immer noch, im Kopf war ich in dieser Bubble drin. Und es fiel mir damals sehr, sehr schwer rauszukommen. Jetzt habe ich alles ein bisschen anders gemacht, beziehungsweise es fiel mir auch ein bisschen leichter, weil normalerweise, wenn du rausfliegst, noch so am nächsten Tag, also pennst dann im Hotel und am nächsten Tag in der Früh hast du dann das Interview. Sarah und ich hatten halt das Glück, dass wir an einem Samstag rausgeflogen sind. Und am Sonntag drehen die nicht. Somit hatten wir Sonntag den ganzen Tag Zeit, mit einer Begleitung, uns LA anzuschauen. Da habe ich mir ein Tattoo gestochen. Echt? Da kann Das man das hier lachen jetzt sehen. oder anderen Leute, aber genau, Sarah, warte. Oh. Sarah und ich haben uns ein Tattoo gestochen. Warte. Was ist es, Oh. eine 8? Es ist eine 8, also es ist eine 8, Unendlichkeitszeichen. Es ist rot, weil es mein erstes Tattoo ist. Es ist ganz, ganz viele Bedeutungen. Also theoretisch ist in der 8 auch eine 3 drinnen. Es ist rot Stimmt. wie mein Outfit, was ich zum Schluss anhatte. Rot wie das Pro7-Logo. Also Stimmt. sehr, 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 sehr viele Verbindungen oder Bedeutungen irgendwie in einem Tattoo. Auf jeden Fall ist das jetzt so mein Topmodel-Tattoo ist das jetzt. Und genau, das haben wir zusammen gestochen. Und sie hat sich eine 6 gestochen, ich mir die 8. Und genau, am Montag sind wir dann zurückgeflogen. Und es war nochmal so ein schöner Abschluss irgendwie, diesen freien Tag in L.A. genießen zu können. Auch wenn es geregnet hat ohne Ende. Aber nee, genau. Und jetzt, wo ich zurückgekommen bin, habe ich die ganzen Sachen ein bisschen anders geregelt und geplant. Also, ich bin zurückgekommen, bin auch direkt ausgezogen von zu Hause. Also, ich bin jetzt in meiner eigenen Wohnung. Es war Ah. halt sehr, sehr viel los irgendwie die letzten Tage, Wochen, Monate besser gesagt. Ich hatte Geburtstag. Ich habe mir auch direkt nach dem Job, was ich da, nach dem Job, nach dem Auswurf, habe ich mir direkt einen Job noch gesucht. Teilzeitjob habe ich jetzt noch angefangen gehabt im Einzelhandel. Wo auch ein paar Kundinnen waren dann sehr überrascht und waren so, hä, was machst du jetzt hier an der Kasse? Während du irgendwie gleichzeitig bei Germany's Next Topmodel zu sehen bist. Ja, Aber es hat aber geholfen, so zurück in der Realität zu sein und voll. nochmal alles nochmal so, ich sag mal, wieder auf den Boden halt anzukommen von den Tatsachen. Ich bin nicht mehr in der Bubble drin, deshalb, ich habe erstmal überlegt, irgendwie nach Berlin zu ziehen mit den anderen in der WG. Aber ich dachte mir so, ich will raus aus dieser Bubble. Mein Leben geht weiter außerhalb von Germany's Next Topmodel, was ja auch mega, mega schön ist. Ich meine, ich freue mich jedes Mal, die zu sehen auf irgendeinem Event oder einer Veranstaltung oder bei Geburtstagen. Aber ich bin froh, meine eigenen vier Wände zu haben, in München zu wohnen, meine Ruhe zu haben. Und ja, ich bin gespannt, was das Leben noch so für mich bereithält. Aber genau, dazu nochmal ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt sagen möchte. Ja. Ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten, wirklich erstmal vielen, vielen Dank dafür. Aber auch viele verstehen halt nicht, wie viel Arbeit Social Media eigentlich ist. Also viele sind dann so, ja, okay, warum antwortest du jetzt nicht auf meine Nachrichten und keine Ahnung was. Ich habe seitdem Germany's Next Topmodel ausgestrahlt wird, locker 10.000 Nachrichten bekommen. Sowohl von euch als auch irgendwie von privaten Leuten. Auch heute zum Geburtstag nochmal sehr, sehr viele. Ich bin mega, mega dankbar dafür, aber
es war halt so viel los die letzten Wochen, Monate, dass ich wirklich nicht zu nichts gekommen bin. Und ja, da gab es ein paar Leute, die meinten so, okay, du hältst jetzt für was Besseres. Nein, tue ich nicht. Nein, tue ich nicht. Ich halte mich für nichts Besseres. Ich komme einfach zu gar nichts. Ich bin froh, wenn ich mal einen Abend in Ruhe durchatmen kann, auf meiner Couch chillen kann und wirklich mein Handy zur Seite legen kann. Weil sonst, man hat immer 24/7 irgendwie Social Media. Du musst das posten, du musst noch das machen, du musst das noch planen, die Kooperation, das Bild hochladen. Dann habe ich ja noch meine Arbeit, dann will ich mich noch mit Freunden, Familien treffen. Voll. Ja, Und es ist ey. halt so viel los. Ja, ey, das ist gut, dass du das sagst, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das jetzt auch, also deswegen, das muss ich einfach mal erwähnen, ich finde das auch ganz wichtig. Ich meine, ich lebe ja nun auch von diesem ganzen Social Media Kram und ich habe letztens auch wirklich mal festgestellt, was ich für erschreckende Bildschirmzeiten habe. Die sind so schlimm, die will ich hier gar nicht erzählen. Nee, wirklich jetzt, dass ich auch zu meinem Freund gesagt habe, das geht so nicht mehr. Ich hänge auf dem Sofa, man will sich einen Film angucken, ich hänge an diesem scheiß Handy. Ich habe es jetzt schon um 50% reduziert. Und dann ist es immer noch viel. Das heißt, du kannst dir jetzt vorstellen, wie viel es vorher eigentlich war. Nein, klar, du hast dein eigenes Leben, du arbeitest, du willst was anderes machen. Ne? Also ich meine, mit Freunden, du kannst nicht ganz am Handy hängen. Aber sag mal, weil du gerade sagst, so GNTM-Bubble, also du siehst es schon als Kapitel und jetzt kommt quasi das nächste Kapitel. Das heißt, du willst auch gar nicht so in dieser, das klingt jetzt so negativ, aber in dieser Blase so bleiben. Also ich sehe es halt schon als Blase, ich sehe es schon als Kapitel. Ich meine, ich kann mich nicht nochmal bei Jamsex Topmodel bewerben. Ja. Im Ausland macht es jetzt auch irgendwie keinen Sinn, irgendwie nach Polen zu gehen oder Amerika gibt es ja auch nicht mehr. Also ich bin jetzt durch, Schweiz und Deutschland bin ich durch. Ich bin mega happy damit, was ich erreicht habe. So klar, weiterzukommen wäre noch geiler gewesen, aber so ist das Leben. Man macht das Beste daraus und alles passiert aus seinem Grund. Aber ich sehe es schon als Kapitel. Ich sehe alles in meinem Leben irgendwie als ein Kapitel. Sowohl positiv als auch negativ. Und das ist auf jeden Fall ein positives Kapitel. Ich meine, es heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf euch und ciao, Kontaktabbruch, sondern das Leben geht weiter. Ich weiß nicht, was danach auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall weiter als Model arbeiten. Ich werde weiter auf Events gehen. Vielleicht sieht man mich mal wieder im Fernsehen. Ich wäre nicht abgeneigt. Und ja. Ich freue mich eigentlich auf die ganze Zeit, die jetzt irgendwie auf mich noch zukommt. Suchst du dir die Events als Beispiel auch vielleicht ein bisschen gezielter raus als andere? Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend den anderen gegenüber, aber bei dir fällt mir schon auf, dass du auf jeden Fall selektiver vorgehst und nicht auf jeder Veranstaltung zu sehen bist. Vor allem in Berlin jetzt nicht. Ich habe dich einmal bei Chantal gesehen. Ich glaube, du warst noch ein zweites Mal irgendwann in Berlin, weiß ich nicht, aber das war es, glaube ich, auch, ne? Nee, ich war nur einmal Chantal, Ah, danach dann nicht war mehr. ich in Hamburg war ich jetzt vor kurzem. Hm. Genau, bei so einem Award, 916 Awards und bei About You. Ja, also ich gehe da schon selektierter vor. Also einerseits, weil ich sage, ich bin jetzt keine Person, die bei jedem Event da herumspringen muss. Auch vor allem, wenn es nicht zu mir passt. Also jetzt gab es auch ein Event, was gar nicht zu mir gepasst hat, wo ich gesagt habe, okay, bringt mir nichts. So ist zwar cool, neue Leute kennenzulernen, aber es bringt mir gerade nichts. Und ich meine, gerade wenn man noch nebenbei arbeitet, so einen Teilzeitjob halt hat, da ein bisschen schwieriger, das Ganze unter den Hut zu bekommen und zu sagen, okay, ich nehm ja immer extra frei, wenn ich sowas Ja, habe. kostet ja auch Geld oft, ne? Genau, kostet ja auch Geld. Also da schaue ich auch natürlich, vor allem aus München brauchst du halt da immer irgendeine Strecke, Voll. brauchst du unter. Da schaue ich auch immer, dass ich alles davor halt abkläre. Also da werden jetzt auch im Sommer jetzt vor allem mehr Events halt kommen, auch im Umkreis von München. Da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Aber da gehe ich schon selektiert davor. Also nicht, weil ich sage, oh mein Gott, so gar keinen Bock drauf, sondern Nee. einfach, man muss Prioritäten setzen. Na, Also na, ich voll. Prioritäten setzen. Ja, also ich sag dir jetzt mal ganz ehrlich, ja, also das wirst du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Also erstens, wenn ich bestimmte Anfragen bekomme, zum Beispiel, manchmal kriege ich auch einer aus München oder so Köln, sage immer, meistens komme ich nicht. Weil ich bin da genauso wie du. Ich fange an zu rechnen, lohnt sich das? Ich muss irgendwas mit meinen Hunden machen. Es ist erstmal schon mal gefühlt ein Tag Anreise, ein Tag Abreise, bla bla bla. Und jetzt, Überraschung, wirst du wahrscheinlich eh schon mitbekommen haben, bei den meisten Events trifft man sowieso immer dieselben Leute, egal wo man hingeht. Ne? Die Leute denken immer so, macht immer so voll die neuen Connections, das kommt schon mal vor, aber irgendwie, egal auf welchem Event ich bin, ich sehe immer dieselben Nasen. So, jetzt nichts Negatives, ich freue mich ja auch immer drüber über bekannte Gesichter, aber wenn man mal auf so ein paar Events war, hat man auch relativ schnell gemerkt, dass eh immer dieselben Leute da sind, die man eh schon kennt. Voll. Ich würde dich mal gerne fragen, wie die Sache mit Dominik aus seiner Perspektive jetzt noch so im Nachgang war. Ihr habt ja diese Differenzen in der Show gehabt, du hast ja auch schon mal erklärt, was da aus seiner Perspektive vorgefallen ist. Und jetzt trifft man sich da dann auf irgendwelchen Events wieder. Zum Beispiel, ich glaube, in Hamburg. Kann das sein? War er auch in Hamburg? Wie ist denn das dann so für dich, wenn man jetzt außerhalb dieser GNTM-Reise dann sich wieder trifft, wo man schon vorher sich nicht so grün miteinander war?
Ich sag mal so, wir haben jetzt kein böses Blut oder so. Ich meine, was man nicht vergessen hat, es war halt, es ist eine Ausnahmesituation. Man ist halt 20% beieinander. Da nimmt man auch an, Blicke oder Kommentare vielleicht anders wahr, als sie gemeint waren. Und ja, bei mir damals war es halt eben diese Interviewsituation, wo ich halt einfach sehr verärgert war darüber, was halt passiert ist. Einfach, weil ich sehr emotional an diesem Tag war und dann kam das noch dazu. Und das war einfach gebauschte emotionale Energie irgendwie und da versuche ich mich dann zu distanzieren und ich glaube, das hat man auch ganz gut gemerkt, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt kann ich gerade einfach nicht mehr, aber ich meine, wenn man sich jetzt sieht, ich meine, man sagt ein Hallo und gut ist, also ich brauche jetzt da nicht Bussi-Bussi machen und oh mein Gott, ich freue mich, dich zu sehen, also so klar, ich freue mich, dass es ihm gut geht, ich wünsche mir auch nur das Beste, aber ich meine, er hat seine Freunde, ich habe meine Freunde, was ja auch sehr, sehr schön ist. Und wenn man sich über den Weg läuft, ist jetzt nicht, dass man sagt, oh mein Gott, ich gehe ihm jetzt aus dem Weg, sondern bei, da steht man halt zusammen nebeneinander auf der Tanzfläche. Ist dann halt so. Hast du sehr diplomatisch ausgedrückt und ich musste auch nur lachen, weil es auch total legitim ist. Die Leute haben immer so eine Erwartungshaltung. Ne? Ich meine, ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, ihr geht alle in erster Linie in diesen Wettbewerb, um für euch das Beste rauszuholen. Wenn da Freundschaften entstehen, dann ist es nice. Und wenn keine Freundschaften entstehen, ist es auch okay, weil ihr seid ja nicht dafür hingegangen. So, ne? Ja, ja. Ich meine, man kann es nicht jedem verstehen. Nee. Das ist Leben. Ich mag auch nicht jeden. Nicht jeder mag all jeden. Das ist auch völlig okay. Okay, es wäre wenn jeder mich mögen würde und wenn ich jeden mögen würde. Ja. Dann würde ich mir denken, was stimmt mit dem nicht? Also, ist er so ein People-Pleaser, versucht er jetzt sich immer anzupassen? Ich meine, ich bin so, wie ich bin. Ich brauche mich nicht anzupassen, damit mich jemand mag und gut ist. Also, die Leute, die mich mögen, tun mich wertschätzen und damit bin ich fein. Mit wem hast denn du heute am meisten Kontakt noch? Boah, also an meinem Geburtstag waren einige Leute da. Gefühlt alle, hatte ich den Eindruck, ja. Nee, nicht alle. Paar hatten auch Events und Termine und ich meine, wir sind gerade alle irgendwie beschäftigt und sind von A nach B nach Z. Ich glaube, wir müssen uns alle gefühlt gerade aktuell 5-mal klonen, um alles zu, was von uns erwartet wird. Ich habe mit Khadija sehr gut Kontakt, mit Khadija, Maxi, mit Sarah habe ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt, mit den Twins, mit Xenia, Jermaine, mit Frieda, also immer noch ganz, ganz viele Leute, mit Jana, also ja, Stella habe ich neulich auch gesehen wieder in Hamburg, also klar, wir schreiben uns nicht ganz so viel, aber wenn man sie sieht, freut man sich mega mit auf Lukas war auch mega, mega lustig jetzt neulich auf dem Event, da habe ich mich auch richtig gefreut, ihn wieder zu sehen. Einige Leute. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Du musst mir diese Frage auch nicht beantworten. Ich bin jetzt gerade einfach nur neugierig, weil mir das gerade aufgefallen ist in dieser Aufzählung. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, oder vielleicht ist es mein Eindruck, vielleicht täuscht es auch, ich weiß es nicht, ich verfolge das ja nicht alle, nicht den ganzen Tag, aber Linus zum Beispiel, der ist irgendwie nie in gar keiner Bubble drin, oder? Ist das nur Zufall oder hat er einfach keinen Bock auf Events? Weißt du da was? Also ich habe ihn bis jetzt noch nie auf einem Event gesehen, ja. Also weiß ich jetzt nicht. Aber ihr seid cool miteinander. Ja, wir sind cool miteinander. Ja. Kein böses Blut oder so. Also okay. Ich meine, nach Topmodel sind die Wege irgendwie auseinandergegangen. Ja. Und man schreibt miteinander so. Während der Zeit, so hat man sich gut verstanden, war jetzt auch irgendwie gar kein Problem. Oder ich hatte gar kein Problem mit ihm. Ja, und nicht mit mir. Also, und danach, ich meine, das Leben geht halt, manchmal geht das Leben halt auseinander zwischen zwei Menschen. Und wir haben uns nicht mehr getroffen und tatsächlich, nee, also sowohl von meiner Seite aus als auch von seiner Seite kam da irgendwie kein Kontakt mehr. Und es ist auch okay, ich meine, beide beschäftigte Menschen. Toll. Wenn du mich, halt, ja, ich wollte, das hat mich jetzt nur mal interessiert, aber das ist auch richtig, was du sagst. Wenn man mich jetzt fragt, jetzt wirst du wahrscheinlich schockiert sein, ne? Ich hoffe, dass es bei dir anders ist, aber ich bin auch schon ein bisschen älter als du, vielleicht liegt es auch daran. Ja. Wenn man mich jetzt zum Beispiel fragen würde, Ramon, sag mal, mit wie vielen Klassenkameraden von damals hast du noch Kontakt? Weißt du, mit wie vielen? Mit keiner einzigen Person. Na doch, eine Person, das ist mein Freund, aber der war in der Parallelklasse. Nee. Ja, ich schau nur mit einer. Ich schau nur mit so, einer. Aber weil es genau so ist, wie du sagst. Es ist genau so, wie du sagst. Jeder, ich habe so viele Sachen zu tun und jeder, also alle anderen haben ja auch ihr Leben. Irgendwie verläuft sich das einfach. Gab es eigentlich irgendjemanden, also weil, guck mal, wenn ich die Frage gestellt habe, wer war denn so der Top-Favorit auf den ersten Blick, ja? Dann ist ja dein Name zum Beispiel mit am meisten gefallen. So, du kannst dich jetzt natürlich nicht selber nominieren, wobei kannst du auch, aber gab es von den Männern oder von den Frauen jemanden, wo du gesagt hast auf den ersten Blick, boah, ich glaube, das sind so potenzielle Gewinner oder eine Gewinnerin? Also ich muss schon sagen, es gab einige Leute, die mir sehr, sehr ins Auge gefallen sind. Also die ersten, das waren wirklich in München, das war auch das Lustigste überhaupt. Ich habe einen Parkplatz gesucht für das Casting in München
Und da sehe ich erstmal zwei blonde Köpfe an mir vorbeilaufen, wirklich rennen, weil die zu spät dran waren, wie ich auch. Und habe gefragt, wo die hinlaufen, ob die zum Casting laufen und wo ich noch parken kann. Das waren die Zwillinge. Ja, witzig. Und genau, die habe ich in München schon kennengelernt, deshalb die sind mir auch sofort ins Auge gesprungen. Maxi ist mir in Berlin sehr ins Auge gesprungen. Dann, wer mir noch ins Auge gesprungen ist, der tatsächlich sehr, sehr früh rausgeflogen, beziehungsweise direkt rausgeflogen ist. Ich kannte ihn davor nicht. Also ich sage jetzt mal meine Top 3 Männer, die ich jetzt von Anfang an habe. Also Maxi, die Twins und Marcelino, der Reality, genau. Ich hab da mit ihm auf der Couch gechillt. Ich fand ihn mega nett, mega sympathisch, schaut auch mega gut aus. Und wo er raus war, war ich so, wie? Voll. Danke, dass du mich nochmal daran erinnerst. Ich hab es total vergessen, dass er dabei war, aber du hast recht und ich fand es auch krass, dass er geflogen ist, ja. Da war ich sehr, sehr überrascht, als er nicht mehr zurückkam. Und da war ich so, hä? Und alle so, hä, kennst du ihn nicht? Und ich so, okay, ich schaue halt sowas leider nicht. Also, was jetzt weiter, ich schaue sowas halt nicht. Deshalb kannte ich ihn halt nicht. Und von den Mädels, meine Top 3 waren Nuri, Xenia auch, sorry, Xenia auch, Khadija und Lillian. Meine Top 4, sorry, Okay, Lillian. ja. Ja, Und sag da mal, war, ich glaube, ja. die haben etwas Spezielles, wo ich sage, krass. Die haben so einen Wiedererkennungswert und das so irgendwas Anziehendes. Und das fand ich mega schön an denen. Wenn du jetzt nochmal dieses Switzerland mit Germany's Next Topmodel vergleichst, also ja, wie gesagt, es ist eine Riesenshow, aber du würdest schon sagen, dass jetzt Germany's Next Topmodel im Vergleich zu dem, was bei Switzerland's Next Topmodel passiert ist, wahrscheinlich wie eine Wucht ist an Aufmerksamkeit und Followern, die man bekommt, wenn man das so vergleicht, oder? Definitiv. Also Schweiz habe ich irgendwie 2000 Follower auf Instagram Na, dazu bekommen. immerhin. Immerhin, immerhin. Ich Ja. meine, dafür, wie viele es in der Schweiz geschaut haben, war es echt gut. Aber jetzt, also das kannst du nicht miteinander vergleichen. Ich sag mal so, Schweiz war eher so eine Aufwärmphase, Boah. so ein Probeabo. Und dann kam halt Germany's Next Topmodel dazu. Aber ich muss sagen, ich will beide Zeiten nicht missen. Ich fand beides mega, mega schön auf seine eigene Art und Weise. Und ich habe sowohl bei Germany's Next Topmodel als auch bei Switzerland's Next Topmodel wirklich sehr, sehr herzensgute Menschen kennenlernen dürfen. Und wofür ich unfassbar dankbar bin. Du hattest vorhin mal was angesprochen, so zum Thema Ausstrahlung, wie man gezeigt wird. Warst du von dem, was mit dir gezeigt wurde, zufrieden? Jein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jein. Also grundsätzlich ja, ich wurde so gezeigt, wie ich bin, aber ich fand es schade, dass sehr, sehr viel nicht gezeigt wurde. Also ich fand es schade, dass auf gewisse Themen halt immer wieder drauf rumgehackt wurde und es halt wirklich extrem klein zerkaut wurde, wo ich mir dachte, okay, wir sind so viele Charaktere, wir sind so viele Menschen da noch, irgendwie Models da noch im Cast. Man kann zu jedem wenigstens irgendwas Kleines erzählen. Ich meine, ein paar Menschen hat man gefühlt gar nicht miterlebt, wo ich mir auch dachte, so als manche Personen gezeigt wurden, war ich so, ah, die war ja auch noch mit dabei. Gewisse Themen muss man nicht 10.000 Mal durchkauen, sondern da kann man andere Themen mit reinbauen. Ich meine, gerade auch bei der, vor allem die Interviewfolge war die Folge, die mich am meisten enttäuscht hat, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur wegen mir, auch wegen den anderen. Ich meine, manche wurden gar nicht gezeigt. Dominik hat auch ein sehr, sehr schönes Interview abgegeben. Also an dieser Stelle nochmal Hut ab. Also ich saß ja dann neben ihm und er hat über seine ganze Lebensgeschichte mit Femboy und so weiter erzählt, wie er dazu gekommen ist. Und ich fand es schön mit anzuhören. Also wirklich Hut ab dafür. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr mutig, auch das alles so zu erzählen. Und auch die Message dahinter fand ich sehr, sehr schön. Und gerade, ich dachte mir gerade, die Folge ist die Folge, wo man echt so geile Statements raushauen kann und irgendwas Leute zum Nachdenken anregen kann. Ich meine, das ist auch eine Folge, ich glaube, nach dem Umstyling ist es die meistgesehenste Folge vielleicht. Und gerade da hätte ich mir mehr gewünscht. Gerade da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man weiß, wer ist Aldin, wer ist Person XY und auch dieses, wer versteht sich mit wem gut. Ich glaube, die Leute checken gar nicht, wer mit wem irgendwie Nö. close ist. Deswegen frage ich, nee, ja, nein, deswegen frage ich immer nach, ja. Nee, abgesehen von dieser Zimmerdiskussion, von dieser Viererkonstellation, wusste, glaube ich, keiner, wer mit wem irgendwie richtig close ist. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und ich glaube, du hattest auch mal kritisiert, dass bei dir immer die Erfahrung so ein bisschen gepusht wird, ne? Und bei anderen, dass das dann nicht so erwähnt wird. Also ich verstehe es, dass es bei mir so gepusht wird, weil letztendlich bei mir ist halt einerseits Modelerfahrung, andererseits diese Fernseherfahrung. Aber es ging ja letztendlich nur um diese Modelerfahrung, die erwähnt wurde. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass bei mir doppelt und dreifach auf die Füße geachtet wird und dass ich da schon manchmal strenger bewertet werde. Vor allem jetzt, wo ich das im Fernsehen gesehen habe, meine Leistung. Ich fand sie nicht schlecht. Ich fand sie nicht schlecht. Also gewisse Kritik habe ich verstanden.
Aber bei manchen dachte ich mir so, wirklich dein Ernst gerade, aber es ist letztendlich alles Ansichtssache. Ja, nein, es ist total interessant, was du sagst, weil ich habe hab auch heute mit Sarah gesprochen, die hat das auch so ein bisschen ähnlich erzählt. Die hat auch so ein bisschen erzählt, dass man natürlich manchmal das, wenn man es dann selber sieht, es ganz anders wahrnimmt. Kann positiv oder auch negativ sein. Vielleicht sagt man dann manchmal so, ey, okay, war wirklich nicht gut. Oder dass man sagt so, na, Moment mal, so schlecht war es doch gar nicht. Ne? Aber ja, du, am Ende hängt es davon ab, wie die anderen Leute das sehen. Ne? Das ist halt immer so das Das Ding. stimmt. Nee, das, also vor allem diese mehr Infos über die Kandidatinnen hätte ich mir mehr gewünscht. Im Generellen einfach. Das wäre schön gewesen. Ich glaube, für alle wäre das sehr, sehr wichtig gewesen. Weil letztendlich, ich meine, man geht in eine Sendung, damit die Zuschauer einen kennenlernen. Aber wenn halt nichts gezeigt wird von einem persönlich. Also ich meine, ich habe mich sehr oft nahbar, sehr oft verletzt gezeigt. Aber letztendlich wurde ich halt eher kühl angesehen. Also von dir jetzt zum Beispiel. So, du Ja, warst so. danke, dass du mich nochmal dran. Nein, danke, dass du mich da. Ja, nein, ich stehe dazu. Ne? Ich hab gesagt, ja. Ich habe gesagt, der Aldin, deswegen habe ich ja vorhin so gefragt. Also der Aldin wirkt auf mich immer. Also, was heißt kühl? Doch, es ist schon, glaube ich, kühl. Man sieht immer nur so dich sehr überengagiert und man sieht nicht so viel Persönliches. Man hat sich so gefragt, okay, wie ist der denn eigentlich so? Ne? Also, aber deswegen liebe ich ja zum Beispiel auch diese Interviews und deswegen lasse ich ja die auch mal reden. Weil das ja die Möglichkeit ist, euch wirklich nochmal so richtig nahe kennenzulernen. Aber bei dir würde ich jetzt sagen, du bist ja trotzdem gut weggekommen. Ich finde, du hast auch nicht so wenig Sendezeit gehabt, oder? Weil es jetzt war schon okay, oder? Ich fand meine Sendezeit eigentlich ganz gut. Also gut, Ja. meistens ist dann irgendwas passiert, wieso ich dann die Sendezeit bekommen habe. Aber ich beschreibe nicht. Also ich meine, ich wurde von Anfang bis Ende jetzt irgendwie ständig gezeigt. Ich wurde nie irgendwie eine Folge ausgelassen, gut, außer bei diesem beim Umstyling, aber mein, ich habe ja keins bekommen. Ja. Aber Aber nee, wie so. ist denn das jetzt? Also jetzt, du hast zwar vorhin gesagt, du hast es schon mal, dieses Loch nach der Produktion hast jetzt hier so nicht gehabt. Klar, es ging auch die Ausstrahlung relativ zeitnah los. Jetzt ist ja aber trotzdem ein Riesenkapitel vorbei. Also, ne, weil du hast ja hier eine Resonanz bekommen, die du bei Switzerland's Next Topmodel nicht so krass bekommen hast. Ich meine, ich war eine Folge damals dabei, wie dieses Interviewtraining gemacht hat. Ich weiß, ich habe 3 Follower bekommen oder so. Ne? Nur, dass sich Leute mal vorstellen können, was das mir gebracht hat. Also, außer natürlich eine mega geile Erfahrung. Nicht genauso wenig müssen möchte wie du, hat sie in Reichweite nichts gebracht. Aber jetzt hast du mega viel Reichweite gehabt. Jetzt, klar, kommt irgendwann noch Finale und so, und ihr werdet euch alle treffen. Hast du Angst vor dem, was jetzt danach kommt, wenn das auch ein bisschen. Ich sag mal, ich will nicht sagen, dass man aus dem Fokus gerät, das jetzt nicht, aber es wird sich ja verändern, wenn man nicht mehr jede Woche on Air ist. Also Angst jetzt nicht. Also ich meine, das siehst du jetzt auch. Also manchmal, wenn du nicht so viel gezeigt wirst, bleiben deine Follower stehen. Es gibt auch Leute, die entfolgen dir einfach. So folgen dir diese Woche, nächste Woche entfolgen die dir wieder. Ich meine, das ist normal. Aber ich denke so letztendlich, es ist eine Zahl. Ich bin dankbar, ich bin froh für jeden Einzelnen, der mir folgt. Aber ich messe mich jetzt nicht daran. Also ich meine, ich habe mit meinen 9.000 Abonnenten, die ich vor der Sendung hatte, sehr, sehr gut gelebt. Jetzt mit meinen 42.000 lebe ich auch sehr, sehr gut. Also klar, je mehr dabei sind, desto geiler ist es so und desto mehr kann ich auch mit den Leuten interagieren und desto mehr macht es einfach irgendwie Spaß. Klar ergeben sich natürlich auch Jobs daraus, was halt auch so ein i-Tüpfchen ist. Aber das Leben geht jetzt weiter. Also ob ich jetzt wenn ich jetzt 5.000 Abonnenten verlieren sollte, dann ist es halt eben so. Die Welt geht davon nicht unter. Es ist nur eine Zahl. Ich meine, mein Instagram-Account wurde schon mal gehackt. Ich musste von null anfangen. Ah, Deshalb weiß Gott, krass. ich ganz genau, wie das ist. Und deshalb war ich auch so froh, dass ich vor allem nach dieser Zeit, wo ich halt nur Social Media gemacht habe in der Schulzeit, da wieder rausgefunden habe. Weil mein Zitat, was ich ja auch gesagt habe bei meiner Bewerbung, war auch, dein Instagram-Account wird morgen gelöscht und wer bist du dann? Ich bin immer noch Aldin. Das ist ein sehr schöner Satz. Den lassen wir jetzt auch einfach so stehen. Und ich finde das auch, das hast du am Anfang schon einleitend so ein bisschen gesagt. Kann ich auch mal allen empfehlen. Und das sage ich auch, weil ich in diesem Sumpf, nenne ich es jetzt auch mal Sumpf, genauso drin bin, dass man seinen Selbstwert nicht von Followern, Likes, Kommentaren, Aufrufen in meinem Fall abhängig machen darf. Aber das ist schwer, diese Balance zu finden, gerade in der heutigen Zeit, wo sich ja nun sehr viel um Social Media dreht. Aber du hast ja eh schon gesagt, du willst weiter modeln. Fernsehen, Option, je nachdem, was sich anbietet. Ja, Genau, je nachdem, was auf mich zukommt. finde ich gut. Mega. Ich glaube, ich habe tatsächlich, weil du natürlich auch sehr viel erzählt hast, du hast es mir auch sehr leicht gemacht heute.
Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen eigentlich. Ich glaube, ich bin schon fast mit meinen Fragen am Ende. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee, ich glaube, wir haben alle Themen so durchgesprochen, ne? Nee, also das Wichtigste wirklich einfach nochmal Dankeschön an alle, die mich bis jetzt unterstützt haben und hoffentlich auch weiterhin unterstützen werden, egal was passiert oder was auf mich zukommt oder wie meine Richtung weitergehen wird. Ich glaube, das weiß keiner. Das weiß keiner. Ich habe keine Ahnung. Es kann im Monat irgendwie sein, dass ich eine geile Fernsehanfrage bekomme und dann bin ich irgendwo, wer weiß ja, wo auch immer. Oder es läuft mit dem Modeln richtig geil, mit dem Schauspielen, keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch Profi-Tänzer, aber nach der Folge wahrscheinlich eher nicht. So schlecht war es jetzt gar nicht. Aber das Lustige ist, ich bin ja bei Topmodel Schweiz, bin ich im Finale nach dem Tanzen rausgeflogen. Nein! Jetzt wieder beim Tanzen rausgeflogen. Oh, okay, das, ich glaube... Zu der Verbindung mit Larissa Marwold, sie wurde auch 8. Platz. Okay, aber vielleicht mit dem Tanzen sollten wir doch einen Haken dahinter machen, weil nachdem du das jetzt so erzählst, hat es irgendwie immer, war das immer der Stolperstein. Nein, aber ich meine, guck mal. Ich sage immer, Let's Dance, alle guten Dinge sind drei. Ja, okay, gut, das wäre auch eine Option. Ich danke dir erstmal, Aydin. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es ihm entweder persönlich, bei Instagram alles unten verlinkt, angepinnt, wie auch immer. Ja, oder schreibt es in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich erstmal bei euch. Ich werde es für euch natürlich auch im Blick behalten. Also wenn Aldi natürlich irgendwas in Zukunft macht, dann bin ich natürlich der Erste, der darüber berichten wird. Und ich danke dir erstmal für deine Zeit. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss.